Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zu Mario Party Trademark. Der Trademark Mario Party. Der geheime Titel unter den Mario Party Spielen. Trademark, genau. Der Ursprung aller Mario Party Spiele. Wir spielen das auf Nintendo Switch Online. Ja. Wir haben lange drauf gewartet. Ja. Und jetzt können wir anfangen. Drück Start. Ich habe auch total überhaupt nicht vergessen, was wir heute machen. Er hat es sowas von vergessen. Freunde, er hat es sowas von vergessen. Okay. Hallo, ich bin Toad und ich führe dich durch Toad City. Wähle mit dem Zeiger an den Ort, in den du gehen möchtest. Das ist die Warpröhre, das Tor zum Abenteuer. Oh. Das möchte ich nicht machen, ne? Nein. Das solltest du nicht machen. Also ich weiß nicht, ob du die Regeln kennst. Also ich denke mal, dass die Regeln von Mario Party relativ klar sind. Warte mal, ich muss da hier rennen, oder? Nee, du kannst auf das Abenteuer beginnen gehen. Ja. Ja, aber dann gehe ich allein, oder? Nee, wir gehen zusammen. Ah, okay. Wir gehen zusammen auf einer Party, weil... Ich dachte, das ist jetzt irgendwie so ein Story-Modus oder so. Nein. Ja, okay. Bevor das Abenteuer beginnen, müssen wir ein paar Fragen zu den Einstellungen. Viele Spieler sollen am Spiel teilnehmen. Ich würde mal sagen zwei. Ja. Hier nur mit den Charakteren aus, die benutzt werden sollen. Also, halten wir mal fest. Ja. Fest, Daniro ist Yoshi. Ja, natürlich. Best Boy. Und ich spiele als Mario. Und ich. So, und wen nehmen wir denn dann noch? Dann würde ich sagen. Such du einen aus, ich suche einen aus. Okay. Ich nehme Wario. Okay. Wario. Und ich nehme... Ich will jetzt nicht drei Klempner haben, deswegen nehme ich den ab. Auf welchem Schwierigkeitsgrad sollen wir sie haben? Was traust du uns denn so zu? Also, ich habe letztens eine Partie gemacht, da habe ich tatsächlich gewonnen. Mit nur einer einzigen Münze Vorsprung auf schwer. Ich würde mal sagen... Gesehen. Dann würde ich sagen, wir machen normal, ne? Okay. Alle normal. Dann wählen wir jetzt das gewünschte Spielbrett aus. Es gibt insgesamt 6 Bretter zur Auswahl, wovon wir aber auch noch 2 weitere freischalten können. Okay. Oh. Okay, welchen nehmen wir denn? Ich würde vorschlagen, also erstmal eine Einsterne. Ein Einsternebrett. Ich bin tatsächlich für Marios Rainbow Castle. Oh, dann nehmen wir. Oh, die Level kenne ich aus Mario 64. Mhm. Welches ich nicht leiden konnte, das Spiel. Was? Du kannst das Spiel nicht leiden? Nein. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Mein allererstes Spiel. Ich werde das kleiner nie wieder anfassen, das Spiel. Ich werde das wortwörtlich nie wieder anfassen, das Spiel. Ich habe alle Sterne geholt und so. Ich bin sowas von in die Decke gegangen bei dem Spiel. Ich werde das nie wieder anfassen. Soll ich dir ein kleines Geheimnis verraten? Ich spiele dieses Spiel einmal im Jahr immer zu 100% durch. Ja, ich weiß. Ich hab's letztens in unter 4 Stunden durchgeschafft. Wie viele Runden spielen wir denn? Wie lange dauert das? Ist eine gute Frage. Sollen wir die goldene Mitte nehmen oder? Goldene Mitte machen wir mehrere Parts draus, damit es schön lang wird. 50 klingt nach einer Menge. Ja, 50 ist auch wirklich eine Menge. Ich würde 35 nehmen. 20 ist doch auch schon irgendwie eine Stunde oder so, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel wir bei Mario Party 8 immer gemacht haben. Ich auch nicht. Machen wir mal 20. Machen wir 20. Aber ich nehme an, wir werden wahrscheinlich noch die anderen Bretter auch nochmal durchklappern, ne? Natürlich. Ja gut, dann machen wir mal 20, ne? Ja gut, machen wir 20. Und wenn er zu kurz ist, dann können wir den nächsten Jahr länger machen. Ja, genau, machen wir es so. Okay, da. Mal rein. Eine gute Stube. Ui! Vielleicht können wir auch die PCs dann irgendwann mal höher stellen, wenn es Weihnachten ist. Ja. Ja, Marios Rainbow Castle. Das erste Brett, was wir spielen. Ja. Ich war übrigens auch nicht so ein guter Fan von, Mario Sunshine. Ach, Sunshine war auch noch in Ordnung. Irgendwie, ich bin dann so ein Pinball-Ding irgendwie. Die Panchito-Maschine. Ja, die Pinball-Maschine, ich kenne es. Ja, die hat mir den Rest gegeben. Danach habe ich nicht mehr weitergespielt.
Ja, wenn du mir das gesagt hättest, ich hätte dir geholfen. Mario, Dingens. Galaxy. Ich habe ja auch dieses hier vor kurzer Zeit verfügbar war, mal geholt. Und ja. Galaxy hat habe ich noch gar nicht angefasst, ey. Galaxy, ja, gut, okay. Ich muss sagen, Galaxy hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt, weil es halt nicht mit Motion Control war. Okay. Ja, die Burg wurde wegen ihrer Schönheit als die Regenbogenburg genannt. Aber der Regenbogen ist verschwunden. Ihr müsst mit eurer Hände Macht die Regenbogenburg im alten Glanz erstrahlen lassen. Alles klar! Du hast jetzt gesagt, dass du auch auf deine Seite drücken konntest. Ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. In der Burg passiert es, dass Toad und Bowser die Plätze tauschen. Okay. Ja, gut. Also dann, lass uns die Startreihenfolge bestimmen. Alles klar. 7! 3. Okay, Reihenfolge steht, ich fange an. Mario. Der dritte ist Yoshi. Hey, das bin ich. Und der vierte ist Donkey Kong. Das ist die Startreihenfolge, noch ein Geschenk für jeden Zähler müssen für jeden. Auf die Pisse und jetzt suchen wir nach den Sternen. Die Sterne sind alle da oben. Natürlich. Okay. Mario Party müssen wir jetzt nicht so erklären, ne? Da haben wir schon einige gespielt. Ja. Wir laufen auf dem Brett rum. Was wir machen, ist aber erstmal die Speicheroption, damit wir nach jeder Runde speichern können. Ah, so. Falls einer von uns rausfliegt, meinst du? Ja. Oh. Hallöchen! Ah! Ich hab gehört, hier steigt eine Party. Ja, da darf ja Bowser nicht fehlen. Hin, Freunde. Und da hat jetzt gebracht. Naja, dass jetzt halt Bowser oben steht statt Toad. Und zu Bowser will man nicht hin. Okay. Wo der Stern ist, oder was? Ja. Oh, du darfst ein Einspieler-Minispiel spielen. Nein. Kannst den Limbo? Oh, nee. Gedächtnistraining. Das ist doch genau das Richtige für Daniro. Ich hab die Nacht überhaupt nicht geschlafen. Das ist ganz schlecht, was ich nehmen kann. Wieso hast du die Nacht nicht geschlafen? Ich konnte nicht einschlafen. Ich hab gestern Abend ein bisschen geschlafen, dann konnte ich die Nacht nicht mehr schlafen. Ich mir dachte, ach komm. Bei der Stampfattacke auf den Feldern erscheint ein Bild. Versuche je zwei gleiche Bilder aufzudecken. Also, wenn du auf den rechten Stick nach rechts drückst, dann kannst du die Steuerung sehen. Also. Stampfattacke machst du mit ZL, genau. Okay. Dann halt noch weiter rechts, dann wäre dann noch ein Tipp. Weil wie du sehen kannst, es gibt 4 Paare aufzudecken, aber es gibt 9 Felder. Okay. Fang an! Du hast nämlich nur 45 Sekunden. So. Und da haben wir schon das Bild, was du nicht kriegen solltest. Okay, Bowser. Blum. Bowser, Blume, Pill. Pill. Yay! Den hatten wir noch nicht. Blume. Haben wir die schon gehabt? Nee. Nein, ich dachte, bleibt auch. Okay. Gelaufen. Du kriegst aber 4 Münzen. Cool. 4 Münzen. Oh. Ja, 4 Münzen. Das bedeutet, jetzt auf Platz 1. Haha. Aufnahme geschweigt. Haben wir gesehen auf deiner Seite? Ja, nee, ja. Nee, das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Schade. Oh, alle gegen mich. Alle gegen mich. Was spielen wir denn? Röhrenlabyrinth. Okay. Das ist im Grunde genommen, du musst gar nichts machen. Alles hängt nur von mir ab. Cool. Solche Spiele liebe ich. Wirf die Schatztruhe so in eine Röhre, dass sie zu dir herunterfällt. Bewege sie mit dem Control Stick und lass sie mit A fallen. Ja. Okay. Schau dir das vorbeiscrollende Röhrenlabyrinth gut an. Mann, es gibt nämlich nur einen einzigen Versuch. Okay. Ich habe keine Ahnung. Nein, da.
gibt mir. So was von mir. Woher willst du das wissen? Oh, oh nee. Wie auf Donkey Kong. Nein. Nein. Nicht der Affe. Dieser verdammte Affe. Aber ich war nah dran. Was ist das für ein Minispiel? Ja, solche Minispiele sind das. Ja. Ich sehe aus, als hätte mich jemand gerade geschlagen, ey. Ja. Ja, okay, ist das erste Mario Party, also so. Oh, ist noch ein Minispiel. Okay. Die grünen Minispiele, die also die Minispiele, die grün um grün umfärbt sind, das sind halt Münz-Minispiele, damit du das weißt. Oh. Gummibärchen. Jetzt sehen wir mal nach, an, ob der dicke Wattrekord schafft, vor Buhu zu entkommen. Naja. Naja. Beweg dich, Dicker, 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 beweg dich. Oh, er hat's geschafft. Es gibt einfach um wegen Herzinfarkt. Ja. Was ist los, auf dem letzten Platz? Ja. Ich war ja davor auf dem Fragezeichenfeld gelandet. Wo willst du lang gehen? Was macht denn das Ding? Fragezeichen? Fragezeichenfelder ändern die Position des Turms. Also wer oben steht. Ich hab sowieso noch keine Münzen. Aber sehr gemächlich über das Spielbrett. Ja. Münzblockblitz. Das ist auch so ein Minispiel, da können wir alle gewinnen. Springen unter die Blöcke, um Münzen zu erhalten. Versuche so viele Münzen wie möglich einzusammeln. Einfach nur bewegen. Und springen. Bewegt euch, ihr beiden. Bewegt euch. Die bewegen sich nicht. Warum bewegt euch nicht? Weil sie Computergegner sind. Ihr macht mir Angst. Ah! Schauen uns einfach nur in die Seele. Ja. Oh, mehrmals. Na. Oh, danke. Danke, Donkey Kong. Lass den Weg, Donkey Kong. Weg da! Meiner. Meiner. Cool. Keine Konsequenzen. Ja. Die Konsequenzen kommen irgendwann später. Oh, dann mach. Boah, geil. Auch nicht sehen. Gehe in diese Richtung. Gute Arbeit. Verdammt. Donkey Kong Kegelpin. Ja. Oh. Ah. Der macht jetzt den Tod ein. Ja. Ja. Nun ist die Runde vorbei. 2-2. Dresinen-Wahnsinn. Oh Mann, yeah, jetzt müssen wir Button mashen. Okay, das kann ich. Oh, warte, fuck. Zweier Teams ein Rennen mit den Dresinen. Je öfter ihr A drückt, desto schneller werdet ihr. Nur A. Nee, wir müssen auch in die Kurven legen und auch teilweise bremsen. Will ungefähr so aussehen. Okay. Wenn du den Stick nach links oder rechts gegen die Neigung bewegst, durchfährst du Kurven ohne Geschwindigkeitsverlust.
Bremsen kann man auch, habe ich gesehen. Ja, mit B. Ready? Go! Go! Schneller, du Eselaffe, schneller! Los, Wario, ich habe gesehen, wie du gerade Fett verbrennt hast. Fahrrad. Scheiße, ich muss es ja lachen, ich kann nicht button-mashen. Komm, Dicken, benutzt deine Bauchmuskeln. Ach, Bauchmuskeln! Ja, nein! Aha, jetzt kommt die Konsequenz, denn nämlich in 2 gegen 2 Minispiel ist es so, das Verliererteam verliert doch wirklich. Oh, was? Ja, Zunge. Nicht die Zunge! Ja, mit denen kannst du Sterne klauen, ne? Ja, ich stehe Sterne und Münzen für dich. Es kostet dich 50 Münzen, wenn ich einen Stern stehle. Münzen stehle ich umsonst. So. Und ich will dich stehlen. Okay, bis bald. Münzen bitte. Vier Stück. Ja, ist immer unterschiedlich. Es kann auch manchmal passieren, dass er einfach nur eine Münze stehlt. Ja, das Spiel ist gnadenlos. Das Spiel ist wirklich gnadenlos. Bayo gibt den ersten Stern wahrscheinlich. Es dauert noch ein bisschen. Warte, ich kann was dagegen machen. Nö, ich bin noch hier hinten. Meiner 2. Oh. Wo man denn da hin? Hier rechts rum. Vergrabener Schatz. Oh Mann, schon wieder Button meschen. Okay, cool. Das kann ich. Suche nach der versteckten Schatztruhe. Die Pfeile weisen dir den Weg. Drücke wiederholt A, um zu graben. Die versteckten Pfeile weisen den Weg zur verborgenen Schatztruhe. Okay. Wo sind die Pfeile? Ja, das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Geh nur noch weg. Geh nicht weg. Geh nur noch weg. Bitte unten. Pass auf. Ich hab ihn. Nein. Mein Schatz. Finish. Wie niedrig ist Mario gefallen, dass er ihm direkt nach Schätze suchen muss. Ja, du hast doch auch gerade nach dem Schatz gegraben. Ja, aber ich bin Dinosaurier. Ein bisschen Klempner mit dem Job und so. Oh, noch ein Minispiel. Geisterraten. Geister mit Raten? Ratenzahlungen? Was für Ratenzahlungen? Finde dann den Anführer der Behus. Der Anführer ist der Behu, der sich als erster bewegt. Du kannst anhand der Schatten bestimmen, welcher Buhu sich zuerst bewegen wird. Was teilweise gar nicht so einfach ist. Oh Gott. Ich glaub, du bist es. Ja, ja. Hab ich auch gedacht. Ja. Wenn du nämlich verkackt hättest, dann hättest du 5 Münzen verloren. Ja. Ich sag's dir, das Spiel ist gnadenlos. Sind alle alten Spiele. Ja. Na guck mal da, ich hole auf. Ich hole auf. Sehr gut. Und da sind so 4 oder 5 sogar schon. Ja. Oh. No! Here's the party! Da will ich schon direkt hin. Ja. Wenn ich mal was Höheres als eine 4 oder eine 5 mal finden würde, ne? So. Aber wen willst du klauen? Wer die meisten machen. Oh. Okay, bis gleich.
Ah, jetzt bin ich erst. Schlecht. Nicht schlecht. Wieder gewechselt. Ja. Und da bin ich wieder weg. Ja. Bin ich wieder. Ach, alle gegen alle. Ich glaube, wir müssen gegen die beiden Bot. Rennbahn. Drücke den Control-Stick leicht und fahre dein Auto ins Ziel. Wenn du zu schnell fährst, wirst du dich drehen. Was? Qualmende Reifen sind ein sicheres Zeichen dafür, dass dein... dass du zu schnell fährst. Bremse ab oder du drehst dich. In welche Richtung muss ich denn drehen? Egal? Ist egal, welche du drückst. Muss halt loslassen, wenn du zu schnell fährst. Okay. Hattest du eins dieser Dinger, als du ein Kind warst? Nee, hatte ich nicht. Hast du eins? Ja. Cool. Ready? Oh, warte. Ach so ein Carrera-Auto. Doch, hatte ich auch gehabt. Oh, ich hatte vorhin einen Fehlstart gehabt, ey. Oh. Ja, wie soll ich denn jetzt hier noch auf? Man geht nicht. Beschiss. Schwindelbude. Ist sowieso zu Ende. Juhu. Hast du gesehen, wie ganz nah die Kamera an mich dran war? Naja. Hab ich irgendwie zu früh gedrückt, oder was? Ja, du hast so stark gedrückt. Ich habe sofort am Anfang gedrückt, dann bin ich schon direkt irgendwie gecrashed. Ja, du darfst am Anfang auch nicht bewegen, sonst machst du einen Fehlstart. Ja, warum sagt man dann niemand? Ich dachte, das wäre klar. Ey, guck mal da, jetzt bin ich Erster. Yeah! Um Gottes Willen. Oh. Oh. Macht der da? Ja, ich mach alles kaputt. Ja. 100 Sterne Bonus. Bowsers große Chance. Das gleiche Glücksspiel wie auf einem Ausrufezeichenfeld. Oh Gott, das kann nichts Gutes sein. Ja, willkommen zum großen Glücksspiel. Er hat eine Weise für angehalten. Mal sehen, wer zahlen muss. Ja. Und wie viele? 20. Ja. Oh. Oh, die Ergebnisse. Ha, ich bekomme 20 Münzen von Mario. Her damit! Ich glaube, einer von uns kriegt das. Ja, wir sehen uns wieder. Ich werde auf euch warten. Mal wieder auf dem vierten Platz. Ja. Eigentlich mal was Höheres. Was, warum bist du Erster? Das geht doch nicht. Ja. So geht das aber nicht. Also ich nehme an, da wo die hinlaufen, da ist der Stern, ne? Ja. Hau den Münzblock. Großes Münzprügeln? Ja. Was für ein Spiel ist das? Großes Münzprügeln, das ist das schlechteste Minispiel für den Einzelspieler. Okay. Also da ist jetzt das gleiche Spiel, was wir schon hatten, nur der hat einen Hammer, oder was? Genau, ja, so ähnlich. Joink. Ahahaha. Was wert? Ey, du blöder Eselaffe. Aua. Hab's doch voll gemacht. Okay. Yeah! Oh! Er hat immer ins Gesicht geschlagen. Warum bist du denn ins Gesicht geschlagen? Oder jetzt hätte ich irgendwie was zu scharfes gegessen oder so. Ja. Minispiel! Die schiefen Türme. Dieser? Wahrscheinlich.
Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Springe über die Spitzen der kippenden Türme. Je nachdem, wo du landest, kippen sie in eine andere Richtung. Sobald der Turm zu kippen beginnt, spring mit aller Kraft. Nur so kannst du den nächsten Turm erreichen. Weil die CPUs machen da teilweise den Fehler. Sie springen nicht mit voller Kraft und dann fallen sie elendig runter. Boah, da ist auch untergefallen. Verdammt! Mies. Das heißt, ich verliere 5 Münzen. Wer kommt dann wieder auf den ersten Platz? Genau, ich! Hier ist meine Zunge. Verdammt! Verdammt, der Trick! Eine Münze vorne. Ah, da, okay. Ah, du hast nicht genug Münzen. Hallöchen. What? What? Das ist so genial. Bist du wegen Bier gekommen? Ja. Wow. Und du hast nicht genug Münzen, hier hast du welche. Ja. Noch ein Minispiel. Bodenrammen. Das ist das einfachste Einspieler-Minispiel überhaupt. Ja, wollen wir doch mal. Oh, hier sind 5 stumpfe Flöcke. Die müssen in den Boden gestampft werden. Na, hast du das gemerkt? Ja. Nächste, mega einfach. Oh, bist du dumm? Ah! Jetzt blink. Ein Video. Das tut weh! Ja. Aua! Das tut weh! Jetzt oben. Ich weiß genau, es ist so. Oh. Es ist so bescheuert! Aber er hat es geschafft. Natürlich wie eine Gazelle hat er dieses Spiel erledigt. Ja. Wo muss ich lang? Nach rechts, ne? Ja, du gehst automatisch nach rechts. Oh nee. Oh, wer ist denn jetzt wieder Erster? Das bin ich. Komm, Donkey Kong. Los, Wario. Wüstensprint. Button Mashing? Nee, nix Button Mashing. Oh. Diesmal nicht. Zeit euch für ein Wüstenskirennen in Teams auf. Bewegt den Controller gleichzeitig in die gezeigte Richtung. What the? Links, rechts, links, rechts. Wenn ihr nicht beide zur gleichen Zeit den Stick drückt, kommt ihr aus dem Takt und fallt zurück. Da kann alles schief gehen. Irgendwie nicht. Irgendwie doch. Ah! Oh Mann, echt. Also immer diese. Alter! Wie können sie so schnell aufholen? Diese Minispiele laufen irgendwie komplett anders ab, wie ich mir das vorstelle, Eva. Ja. Ich dachte, wir tun automatisch irgendwie fahren. Ich muss dann einfach in die richtige Richtung. Ja, so ist es auch, wenn du mit dem Computer spielst. Ja, voll unfair, ey. Das ist überhaupt nicht, was mich hier erwartet, ey. Also ich weiß, was mich jetzt erwartet, das hier. 1000 Münzen Bonus. Bowser's Tauziehen. Es ist Zeit für Bowser's Tauziehen. Jeder spielt das Minispiel. Allerdings sind die Regeln ein wenig anders als sonst. Es spielt 3 gegen 1. Die Verlierer verlieren 20 Münzen. Nur alle gegen dich? Ja, alle gegen mich. Oh, sehr gut. Dreh den Controlstick so schnell du kannst. Wenn du verlierst, wird Bowser dir 20 deiner Münzen stehlen. Warum da 30 steht, weiß ich nicht.
Wir müssen halt so richtig drehen. Uhrzeigersinn oder so. Okay. Ja. Das ist einfach zu verstehen. Dreht doch. Ja. Ey. Das voll unfair. Doch, das hier ist die Ergebnisse. Die anderen drei verlieren je 20 Münzen. Ha! Wir sehen uns wieder. Ich werde auf euch warten. Wie viel Runde ist das? Ich schaue ihm nach. Die 8. Okay. Wir haben 30 Minuten, deswegen. Lass uns noch die Runde beenden dann, und dann machen wir im nächsten Part. Machen wir dann zu Ende oder? Machen wir dann zu Ende. Vorher noch was gemacht, ne? Ja. So, dann gehe ich noch hier um 5 Weil. Dann machen wir noch ein Minispiel zu Ende und dann geht's im nächsten Part weiter. Ja. Land! 0. 0-0. Du kriegst deinen ersten Stern in der nächsten Runde. Ja. Guten Tag. Oh, okay. Sehr gut. Bin ich gar nicht gut. Ich komme gar nicht den Stern. Sehr gut. Ich will ihn aber. Also, er landet jetzt irgendwie auf so einem. Ah, ne, der ist der Letzte. Ja, ich bin der Erste. Erstmal alle gegen mich. Oh, nochmal. Komm wieder. Komm doch mal, großes Daut sehen. Boah. komm, du kennst die Regeln. Ja. Frag mich, ob das jetzt anders abläuft. Ah, oh fuck! Fuck! Du hast die Kontrolle. Nee, okay. du hast die Kontrolle. Oh mein Gott! ja. Oh. Die anderen ziehen gar nicht, ey. Richtige Schweine. Ich habe schon wieder gewonnen. Ich habe schon wieder beim Tauziehen gewonnen. Ja, und wie es dann weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Ja. Hart. Ich hoffe, das Projekt kommt gut an und ich denke mal, dass wir beim nächsten Mal tatsächlich das Standard-Play machen, weil, wie wir ja sehen können, es geht schnell oben. Ja. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.